Ja, wir fangen an mit Spiel 388. Nein, 309. Doch, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ne, 389 ist es. The Blues Brothers Jukebox Adventure. Der Nachfolger von einem Spiel, der nur The Blues Brothers hieß. Und den wir schon vor einer Weile gespielt haben. Und der war sehr einfach. Und auch sehr kurz. Dieser Teil ist auch sehr kurz, aber sehr trollig. Also, ich würde fast behaupten, wenn man das blind spielt, ist es gar nicht mal viel besser als, oder viel angenehmer als zum Beispiel Fortress of Fear. Es ist einfach wirklich trollig. ich werde auch mal parallel wieder die lokale Aufnahme starten, und zwar jetzt. Denn ich weiß nicht, inwiefern die Musik, die hier kommt, potenziell Copyright hat. Das weiß man nie so genau, aber ich hoffe das Beste. Und vielen Dank, Sol Solo, ich fühle mich gedrückt. Ja, dieses Game ist ein Platformer. Er hat 17 Level. Ich glaube, 2 Continues. Und ein Level. In einem Level kann man Leben farmen. Das mache ich jetzt nicht unbedingt ultra krass, aber ich zeige es mal. Und ich muss sagen, ich finde bei dem Game ist der Schwierigkeitsgrad der Level einfach komplett durcheinander. Also nur als Beispiel, das kann ich jetzt schon mal sagen. Level 4 finde ich persönlich ist eins der schwersten. Aber nie aus den falschen Gründen. Es ist einfach unfair schwer. Du hast es auf MS-DOS. Waren das auch Plattformer? Wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob diese Spiele hier, ob sie auch auf andere Konsolen geschafft haben. Ich weiß, wie gesagt, nur, oder ich denke, wie gesagt, nur von dem, was ich gesehen habe, dass dieses Spiel es nicht aus Europa rausgeschafft hat, aus Gründen, die ich nicht kenne. Die sind auch im Endeffekt ja auch egal, ne, aber, ja, okay, genug der Einleitung, glaube ich. Start den Timer. Und drück auf Start. Und auf A. Oh, wir haben, okay, nach dem Startscreen kommt erstmal das Logo des Entwicklers. Auch spannend. Muss ich auch wegdrücken. Ja, wir können unseren Charakter wählen. Auch hier bin ich sehr emotionslos. Mir ist das scheißegal. Ich glaube auch nicht, dass sie sich unterschiedlich spielen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob der Linke hier, der hat sicherlich einen Namen, ob der eine größere Hitbox hat, weil er einfach größer ist. Aber weiß ich nicht. Eigentlich will ich den nehmen trotzdem, weil, weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie der Blues Brother. Ja, ey, wir fangen an. Erste Level war im Einkaufszentrum, wo man Einkaufswegen ausweichen musste. Dann war das, glaube ich, der vorherige Teil, also der Vorgänger von diesem. Weil ich glaube, da waren wir auch im Einkaufszentrum am Anfang. Ja, Stage 1. Oh, ein bisschen lauter. Wenigstens ein bisschen. Ich habe auch Pause gedrückt direkt, denn ein Problem in diesem Spiel ist, dass es ein Zeitlimit gibt und das ist wirklich knapp bemessen teilweise. Also man sollte nicht viel rumschludern. Moin, Scorpion! Ja, was sehen wir? Unten links, das ist gerade so ein Strich, weil ich glaube, das dreht sich. Das sollen Schallplatten sein. Oben sieht man es auch, oben rechts. Also man kann Schallplatten sammeln und das ist Munition. Also man wirft mit Schallplatten auf Gegner. Und wir haben 3 Hitpoints, wir haben 4 Leben und wir haben 70 Sekunden Zeit. Ja, und wie gesagt, man hat 2 Continues. Und es ist so, dass ich in einem Level herausgefunden habe, dass man 2 Leben sammeln kann. Und wenn man stirbt, respawnen die. Das heißt, ultimativ kann man sich da halt Leben ergaunern. Und das möchte ich natürlich dann auch zeigen, wenn wir so weit kommen. Genau, man wirft mit Schallplatten, ich zeig das. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Also, die Gegner bewegen sich sehr schnell, würde ich damit sagen. Und das Ziel ist es immer, bis zur Jukebox zu kommen. Und auf dem Weg dahin gibt es manchmal solche Noten. Und zwar eine pro Stage. Die muss man nicht sammeln. Ich dachte anfangs, man muss das machen, aber das sind Checkpoints. Von daher, sollte man die mitnehmen, wenn es geht. Außer in dem Level, wo man Leben farmen möchte. Da darf man es auf gar keinen Fall mitnehmen, weil sonst ist es vorbei. Yo, Agent Doppel-Oppel.
Du nimmst mir quasi Worte aus dem Mund. Und man sieht halt nicht viel, ne? Klassisches Problem in solchen Spielen. Man sieht nicht viel. Und deswegen... Okay, warte, wir sind Game Over. Also wir haben Leben verloren. Das lasse ich mir nicht... Das so nicht... Ach, so nicht! Ja, Problem ist, wie so häufig in solchen Spielen, die Kamera. Genau, GPI. Ey, das ist auch... Also erstens ist es hektisch und zweitens erkennt man nicht viel. Und man erkennt vor allem nicht, wo Abgründe sind. Man wird später noch andere Probleme mit der Kamera erkennen. Aber da gehe ich noch auf ein, wenn es soweit ist. Ich glaube, ich mache auch keinen Reset mehr. Das bringt ja nichts. Wow. Ja. Wir machen einfach mal weiter. So, erstes Level geschafft. Ich muss erstmal reinkommen. Ja, man kann, wenn man Select gedrückt hält, auch nämlich die Kamera ein bisschen verschieben. Das muss man auch hier und da machen, sonst siehst du echt gar nichts. On a Mission from God? Ist das so? Ist das so bei Blues Brothers? Ich muss sagen, ich habe da nichts. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja, man kann auch manchmal so Power-Ups finden, wie hier, so Kuchen oder was das ist. Und dann ist man, ja, dann sieht man eigentlich so aus wie ich in Real Life. Man kann das nur über die Kamera schwer erkennen. Und dann kann man einen Hitpoint mehr vertragen. Wenn man aber getroffen wird, verliert man das. Und man bewegt sich schneller, man springt weiter. Ja, war ein kurzes Vergnügen. Jetzt haben wir keine Schallplatten mehr. Bonuszeit auch immer gerne gesehen. Aber wir haben, wie gesagt, keinen Schallplatten mehr. Deswegen... YOLO! Ich habe die Filme nicht gesehen. Nein, nein. Tut mir leid. Wie viele Filme gibt es denn davon? Yo, Matt! Der Unfollow-Button ist unter dem Stream. Aber bitte nicht drücken. Nein! Nicht mein Kosename ist Doppelhoppel, sondern der... Der Kosename vom Agent Doppelherz ist Doppelhoppel. Ich hab das nur vorgelesen. Es gibt zwei Filme. Auch nie gesehen. Ja, ich meine, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass der Soundtrack von den beiden Filmen ziemlich gut sein könnte. Weil hier im Spiel finde ich ihn auch ziemlich angenehm. Und ich weiß nicht, warum ich mich ständig treffen lasse. Es scheint aber irgendwie nötig zu sein. Oh! Oh! Ja, die Level sind überwiegend sehr kurz. Aber teilweise halt brutal. Und jetzt kommt mein Nemesis Level. Level 4. Oh Gott. Ey, wenn wir Level 4 schaffen, können wir in Level 5 uns, können wir Leben farmen. Ich hoffe, ich schaffe das. Blues Brothers 2000. Im Jahre 3000 gibt's dann den Nachfolger, ja. Auch nicht gesehen. Ja, ich muss ja sehr, sehr viele Filme nachholen. Das, haben wir ja schon häufiger mal festgestellt. Du glaubst auch, dass ich zwei Ohrläppchen habe? Ja, ich habe sie sogar mit schwarzen Ohrsteckern markiert für euch. Moin, never burn money. So, kurz Konzentration. Ich hasse dieses Level so sehr. Shit.
So, Kamera nach oben drehen. Sonst springt man in den Gegner rein. Was? Wieso triffst du mich? Ich hasse dieses Level so sehr. Aber Checkpoint ist geholt. Immerhin. Nein! Nein! Okay. Konzentration! Oh. Ah, die Gegner respawnen nicht, ne? Okay, wir schaffen das. Immerhin, immerhin. Es sind die Ohrläppchen. Oder was davon übrig ist, ja. Aber so groß sind meine Tunnel gar nicht. Den Doppelhoppel wirst du nicht mehr los, aber der Agent Doppelherz ist der Doppelhoppel. Ich schwöre. Ja, das, genau. Ich glaube Rock'n'Roll Racing, aber ich glaube, den gibt es auch bei. Boah, wie heißt denn das Spiel? Boah, mir fällt gerade. Jetzt fällt mir der Name. Spy Hunter oder so? Ey, Born! Guten Abend! Prost! So, in Level 5 kann man, wie gesagt, Leben farmen, aber es ist nicht... Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht versehentlich den Checkpoint holt, denn dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben nämlich hier, ich bin jetzt hier rüber gesprungen, ich drücke immer Pause, man sieht das, wenn der Timer nicht läuft. Hier ist ein extra Leben und eine Jukebox. Die Jukebox macht mich temporär unverwundbar und das Leben gibt halt ein Leben. Stimmt, ey, der Doppelhoppel einfach mit dem Longhorn. So, jetzt gehe ich hier hoch und hole mir das hier. Das ist wichtig. Diese Geschenke, by the way, geben viele Schallplatten. Ich versuche jetzt so weit zu springen, dass ich den Checkpoint nicht hole. Das hat geklappt. Das war schlecht. Aber im Endeffekt auch jetzt nicht so schlimm. Weil wir wollen noch das zweite Leben haben und dann lasse ich mich umbringen. Hier ist das zweite Leben. Und jetzt Toad. Und genau das Longhorn. Ja, ich war nicht lange bufft. Da haben die Drogen nicht lange genug gehalten. Da muss ich nochmal mit meinem Dealer sprechen. Was da los war. Wir machen das jetzt ein bisschen, um sicher zu gehen, dass wir das Spiel auch schaffen. Denn das Spiel hat nicht endlos Continues und es hat keine Passwörter natürlich. Und ja. Und falls jemand das Spiel mal spielen möchte und so irgendwie eine Möglichkeit braucht, wie er sich das irgendwie angenehmer gestalten kann, dann zeige ich ihm das einfach jetzt hier gerne. Denn so ein guter Mensch bin ich einfach. Moin Grex! Guten Abend und moin Efi! Ja, Steroide. Es ist so. Ich denke, der Film, da dreht sich ja auch eigentlich um Steroide, ne? Glaube ich. Also wer die Filme nicht gesehen hat, der muss mir jetzt einfach glauben. Ich bin da einfach auch ein Filmkenner. Boah, ey. Das geht ja richtig schnell. Ey, wenn man das gut macht, dann kann man das ja echt gut machen. Also. Bam.
Mr. Longhorn Doppelhoppel. Dem Streamer, dem die Flachmänner vertrauen. Ey, Flachmänner. Also früher so auf Weinfesten und so, ne? Immer ein treuer Begleiter gewesen. Denn wir hatten ja nichts. Wir hatten ja kein Geld. Wir konnten uns ja vor Ort keinen Wein kaufen. Deswegen mussten wir ja aus dem Aldi den billigen den Wodka oder den Korn in unserem Flachmann dabei haben. Oh ja, als ob der mich trifft. Naja, wir rennen einfach durch. Mal gucken, wie lange wir das hier machen. Wenn ich meinem Vater erzähle, dass es in dem Film vorwiegend um Steroide geht, wird er mit der Augen machen. Ja, ich meine, du kannst mir doch nicht... Die haben sich das doch nicht ausgedacht, oder? Dass wenn man hier so ein Kuchen isst oder sowas, dass man dann plötzlich so richtig krass aussieht wie Arnold Schwarzenegger. Das ist doch wohl... Also, Das haben die doch aus dem Film genommen. Das denkt sich doch keiner aus. Boah, ich mach das richtig professionell gerade. Ja, wenn man es gut macht, dann kann man das gut machen. Also, da kann man ja auch eigentlich jetzt nichts dagegen sagen, finde ich. Moin, Noobman. Herzlich willkommen. Du hast einen anderen Blues Brothers Film gesehen? Ja, das ist der inoffizielle dritte Teil. Haben wir gerade gelernt. Wie lange mache ich das jetzt? Na, das ist die Frage. Wir haben, soweit ich weiß, keine zweite Möglichkeit mehr, das zu machen. Ja, ich schieße mir Leben zusammen. Das ist richtig. Aber das mache ich nur für euch. Weil, stellt euch mal vor, ich gehe Game Over, ja? Und muss das ganze Spiel von vorne spielen? Das will doch keiner sehen. Okay, ich glaube, wir verlieren jetzt sogar ein Leben. Oder, naja, das könnte klappen. Je nachdem, was jetzt passiert. Okay. Du hast nichts dagegen? Okay, wir spielen jetzt weiter. Also jetzt beende ich das Level. So ist der Plan. Okay, vielleicht gehe ich aber auch... Vielleicht schaffe ich es auch einfach nicht. Also ich hole mir den Checkpoint jetzt trotzdem nicht, falls wir irgendwie ein Leben verlieren oder so. Aber sollte eigentlich nicht passieren, wenn man sich hier ein bisschen Zeit lässt. Okay, weiter geht's. Yo, Chris Cross, danke für 4 Monate. Vielen lieben Dank für deinen Prime. Das wollte ich sagen. Und herzlich willkommen. Es ist gar nicht so leicht, an den Dingern hängen zu bleiben. Ja, und hier merken wir auch, dass es problematisch ist, wenn man nicht sieht, was unter einem ist. Ich versuche schon, mich so zu positionieren, dass ich nirgendwo gegen keinen Gegner falle. Und hier seh ich es halt nicht, ne? Keine Ahnung. Könnte auch ein Abgrund sein. Oh, shit. Wo kommt denn der her? Ja, flacker, flacker. Okay, danke. Checkpoint. Wir nehmen noch ein Leben mit. Komm. Ich hab dich doch gesehen. Geil. Nee, hab mich nicht getroffen. So, ich will nach links. Wie gesagt, man kann mit Select, kann man die Kamera so ein bisschen schieben. Das muss man halt auch machen, hier und da. Ich heiß nicht Doppelhoppel. Ah. Steroid Brothers. Ja, ich hoffe aber nicht zu lang. Wir sind schon in Stage 7 von 17.
Aber jetzt sind wir wieder aufgepumpt. Moin Chili! Ey, eigentlich müsste ich mittlerweile schon in meinem Bot einstellen, dass der Sound abgespielt wird, wenn du deine erste Nachricht schreibst. Oh Gott, ey, die Kamera! Ist nicht sehr kameradschaftlich. Haha! Ja, hier bekommen wir zum ersten Mal mit Strom zu tun. Man sieht das hier auf der rechten Seite. Strom ist ein Insta-Kill. Da möchte man nicht dagegen fallen. Aber was habe ich da schon mitzureden? Das war knapp im Kopf. Shit. Es war knapp. Stage 8. Ey, der Witz war gut. Wir versuchen da oben das Herz zu holen und nicht zu verlieren. Bam. Und da haben wir schon wieder verloren. So schnell kann es gehen. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber hier unten gibt es auch noch ein Leben. Das nehme ich mir mit. Auf YOLO-Basis. Oh Gott. Mein Schnubabri. Das könnte jeder Witz gewesen sein. Scheiße. Eigentlich ist jeder Witz hier immer ein großer Erfolg. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Die Realität sieht häufig anders aus. Gut. Und ab ins Ziel. Immer ein Highlight nicht? Ach, ihr wisst das alles nur nicht zu schätzen. So, hier auf der linken Seite runterfallen für ein Leben. Das gönnte ich mir direkt mal. Ja, 15 Leben, ich denke, das kann man schaffen. Aber es kommt noch ein bisschen was Schwieriges auch. Shit. Aber bei dem Soundtrack habe ich es eigentlich auch nicht eilig. Der ist schon gut. Shit. Nice. Stage 10. Wir sind wieder draußen. Die Level sind schon sehr wild zusammengewürfelt irgendwie. Also so richtig zusammengehörig wirken sie mir nicht. Hm.
So, Achtung. Bam! Hier oben ist noch Zeit. Nehme ich mir mal mit. Und rüber! Und hoch! Und los! Und noch ein Leben. Töte ich mal besser. Sicher ist sicher. Problem bei solchen Levels ist, wenn man runterfällt, dann stirbt man nicht. Aber es ist zeitlich, wird's eng. Ich weiß nicht, warum sie die Zeit hier so knapp bemessen haben. Aber ist ja auch egal. Okay, wir dürfen ja locker schon... Wir sind jetzt in Level Stage 11. Also wir können schon uns auch erlauben, hin und wieder zu sterben. Ah, jetzt fängt es nämlich an. Diesen scheiß Stromdingern da. Moin Hoshis Castle und yo Black Zero. Herzlich willkommen, ihr zwei. Willkommen zur zweiten Hälfte. Blues Brothers. Und jetzt fängt Dark Souls erst richtig an. Aber zum Glück respawnen die Leben. Super. Aber Checkpoint haben wir schon geholt. Yeah. Ja, aber das ist halt... Ja. Die Sonne können wir hier nicht anbeten, das stimmt. Es gibt zumindest keinen dedizierten Button dafür. Aber wir sind ab und zu auch mal an der frischen Luft. Wer weiß. Wir haben ja auch Sonnenbrille auf. Das heißt, im Grunde... eigentlich ist ja genau das Gegenteil von Pray the Sun. Praise the Sun eigentlich. Naja. Ja, Hoshi's Castle, es gibt sogar zwei Teile auf dem Game Boy. Das ist der zweite Teil. Der erste war ein richtig klassischer Plattformer mit normalen Levels, sag ich mal. Aber hier, das ist so, wie soll ich sagen, so eine Mini-Level-Collection. Ganz schwer einzuschätzen. Ich finde das aber ganz, ganz lustig zu spielen. Steuert sich ein bisschen wild. Das kann man hier gar nicht so richtig erkennen. Und man erkennt häufig nicht, wohin man springt. Das ist ein kleines Problem. Aber es macht Spaß. Ist halt kurzweilig. Wenn man überlegt, dass wir ja schon fast durch sind. Und dann einen guten Soundtrack. Hier ist alles drin, was es das erste Spiel geschafft hat. Ey, es wirkt so ein bisschen wie eine B-Seite. Da hast du recht. Und ich finde es halt immer noch verwunderlich, dass dieses Spiel es nicht aus Europa raus geschafft hat. Wahrscheinlich war der erste einfach nicht so der große Hit auf dem. Ja, in Amerika. Dark Souls 2. Genau, es gibt nur diese kleine, ich weiß nicht, so eine Art Demo, ne, von Elden Ring. Ist ja irgendwie kein vollwertiges Spiel. Ah. So, hier fängt der Strom an. So richtig zu nerven. Weil wie gesagt, wenn man getroffen wird, stirbt man instantan. Deswegen darf man hier auch nicht so hoch springen. Die Zeit nehme ich mir mit. Ich versuch's zumindest. Okay, Checkpoint, das ist wichtig.
So, und hier am besten einfach diese Sprungfedern ignorieren. Dann hat man auch keinen Stress mit den Gegnern, die da oben rumschwirren. Einfach vorbeilaufen. Und dann ins Ziel. Ey, das ist schon Spiel 389. Ich kann es selber kaum glauben. So, hier kommt jetzt eine Mechanik, die sie bis zum Ende des Spiels durchziehen. Und zwar, dass man durch Wände durchschießen kann. Und dass man hier zerquetscht werden kann von so Pressen. Da es halt immer auf Zeit geht, sollte man immer in Bewegung bleiben. Man muss Hunde töten auch. Checkpoint. Das ist ein sehr einfaches Level. Vor allem, wenn man jetzt hier... wenn man hier abkürzen kann. Man kann jetzt hier nämlich Drogen nehmen. Und dann kann man hier einfach durch die Plattform springen. Um so ein bisschen Level zu skippen. Und dann kann man von hier unten dann ins Ziel springen. Das ist ganz cool. So, noch 4 Level. Wir haben es gleich geschafft. Gut, dass ich so viel Leben gefarmt habe. Naja, gut. Ich will es nicht zu früh loben. Und denn jetzt fängt es wirklich an, ein bisschen unangenehmer zu werden. Wir wollen hier rüber. Oh Gott. So, der... Ey, das und Scheiß. Nichts ist schwieriger in dem Spiel als diese Szene, wo du durch diese Stromdinger durch musst, aber so perfekt getimed, dass wenn du nur ein bisschen zu spät bist, stirbst du. So, das heißt Daumen drücken. Ne, ist auch nicht gut. Oh, okay. Ich hoffe, ich schaff's zum Checkpoint. Aber ich glaube, der ist hier. Nein! Wow! Ey, Hochmut einfach komplett vor dem Fall. Ich bin schon seit Beginn der Challenge Cheese Weaseler. Ich suche ja wirklich aktiv nach Cheeses, also nach Möglichkeiten, mir das Spiel leichter zu machen. Macht auch kein Geheimnis draus. Bin sogar immer ein bisschen stolz, wenn es klappt. Scheiße. Nein! Fuck! Jetzt schaffe ich es natürlich hier nicht mehr durch diese Kacke. Oh nein. Aber wir bleiben ruhig. Genau, ich bin... Ich bin der Käserad. Ich bin das Käserad-Wiesel. Alter, jetzt ist aber lächerlich. Okay, wir müssen uns leider wieder konzentrieren. Das ist kein leichtes Spiel. Darf sich ja nicht täuschen lassen. Ja, ich hoffe, die Leben reichen. Sie sollten reichen. Hm.
Oh, ey, das war ultra knapp. Ich mache jetzt hier langsam. Und dann schaffen wir das. Ja, Checkpoint. Okay, erstmal durchschnaufen. Boah. Ey, bin ich Elwood? Ey, Madsen, wie heißen die beiden Blues Brothers? Wie heißt der Dünne und wie heißt der Dicke? Also der Dicke heißt, also ja, sagt man Dick, der mit den schweren Knochen heißt Elwood, oder? Dann wahrscheinlich. Wir haben gleich keine Zeit mehr. Das ist irgendwie schlecht. Jack Blues war der Kleine. Also bin ich Jack Blues. Ich bin ja der Kleinere. Also kleiner in der Höhe zumindest. Dick und doof. Ja, bis könnte man meinen. Pinky und Brain. Ja, Stage 15 und 16 sind ein bisschen speziell. Weil hier muss man als erstes nach links laufen. Um dann so ein bestimmtes Gimmick zu triggern. Das zeige ich aber gleich. Moment, erstmal Musik anmachen für den Raid. Yo, ey, Asmora. Vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Oh ja, ist er schon. Ja, was gab's denn bei dir Schönes? Ich muss kurz überlegen, ob ich es gesehen habe. Gab's wieder. Ich weiß gar nicht. Die letzten Male gab's häufig Pokémon bei dir, oder? Hello. Schönen guten Abend, Pokémon. Spielst du? Das war Pokémon. Feuerrot, kann es sein? Weil ich kenne mich ja bei Pokémon sehr gut aus. Ja, 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 ich weiß das. Ah. Ja, ich hatte das mal gesehen. Ja, das kann sich ganz schön ziehen. Spielst du es einfach nur casual durch oder hast du auch irgendwie ein größeres Ziel wie einen kompletten Pokédex oder so? Weil ich glaube, ey, das ist ja wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Also, nee, nicht wirklich. Aber da braucht man schon viel Geduld. Ja, wir spielen gerade The Blues Brothers Jukebox Adventure im Rahmen meiner Gameboy Frenzy Challenge, wo wir versuchen, alle Gameboy-Spiele durchzuspielen, die es in Europa gab. Und ja, das Spiel 389. Wir sind aber schon sehr weit. Wir sind in Level 15 von 17. Und ich hoffe, dass wir es durchspielen. Einfach casual durch. Nach jedem Arena-Leiter gibt es ein Giveaway. Ist das ein Pokémon? Hat das einen Pokémon-Bezug, das Giveaway? Oder ist es einfach so Bargeld oder so? Ja, okay. Ja, das ist doch cool. Wie viele Arena-Leiter hast du schon? Wie viel Giveaways kann man bei dir noch abgreifen? Ich muss gerade Pause gedrückt halten. Ich muss mich hier konzentrieren, leider. Bei dem Spiel. Kann ich nebenbei spielen. Moin, Melodirk! 6? Von 8 waren es, gell? Ah, Top 4 auch? Okay, Champion. Ey, gut, da kann man ja demnächst, ich meine, da ist ja gar nicht so viel, ne? Die kommen ja relativ dicht beieinander, soweit ich mich erinnern kann. Da gibt es ja demnächst dann viel bei dir abzugreifen. Alles klar, Scorpion. Dann schön, dass du da reingeschaut hast und viel Erfolg bei deinen Tätigkeiten und guten Hunger schon mal im Vorfeld. Ja. Das ganze Grind für die Level ist im Moment elend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deshalb musste ich zum Glück nie machen, weil wenn ich hier Pokémon gespielt habe, habe ich ja zum Glück entweder mich von Anfang an auf ein Pokémon beschränkt und es war dann overpowered am Ende. Oder ich hatte den Mew-Glitch angewendet und dann war das halt auch overpowered. Ja, wir müssen hier links nämlich, da ist schon das Ziel, aber wir müssen den Boden wegschießen, sodass das Ding immer weiter runterfällt. Und am Ende müssen wir reinlaufen. Das Problem ist, das weißt du ja am Anfang nicht.
Wenn du es aber, wenn du nämlich übersiehst, dass hier, dass du das machen musst und bis zum Ende des Levels läufst, dann bist du sehr enttäuscht. Weil du blöderweise, wenn du Pech hast, auch den Checkpoint geholt hast. Das heißt, du kommst gar nicht mehr so leicht da zurück. Das ist schon widerlich. Alter, funzt auch bei Feuerrot nicht. Aber das ist natürlich schade. Weil, ja, ich hab, du kannst ja dann, du kennst dich ja besser aus als ich, aber du kannst ja den Mew-Glitch machen und dann auch noch den so ausführen, dass er direkt auf Level 100 levelt. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, man sieht es schon, wir haben jetzt ziemlich viel Zeit, das Level ist ziemlich lang. Ich hoffe, dass wir zumindest mal bis zum Checkpoint kommen, bevor wir sterben irgendwann. Wir müssen hier durch die Wände, so gut es geht. So, hier nicht so hoch springen, weil da oben tot. So, jetzt müssen wir hier weiter das Ding fallen lassen. Boah, das ist schwer für die Augen. Dieses Rumgehoppel da. Man kann sich hier auch softlocken. Ist zwar schwer, aber grundsätzlich geht's. Man kann ja irgendwann keine Munition mehr haben. Und dann kommt man hier nicht mehr weiter. So, Checkpoint. Genau, ich war, ja, du hast recht. Ich habe es ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ich habe es mit Level 1 gefangen und dann einen Kampf mit ihm gemacht und dann war ich Level 100 direkt. Das stimmt. Moin, Tarin! Ansonsten fokussiere ich mich auf ein Team hauptsächlich. Ich muss jetzt nur 50 im Pokédex haben für den doofen EP-Teiler. Ja, ich habe auch. Der EP-Teiler. Aber, ey, ist das kein Quality of Life-Ding in Pokémon? Zumindest in späteren Generationen, dass sie automatisch mit leveln? Weil ich finde das wirklich. Ey, das ist. Boah, ist das nervig, dass du ständig immer durchrotieren musst, damit alle Erfahrungspunkte kriegen. Und der EP-Teiler, ja. Aber dann 50 Pokémon? Ey, du hast ja casual nicht 50 Pokémon. Du musst ja wirklich aktiv sammeln. Boah, das ist anstrengend. So, wir müssen jetzt hier unser Ziel weiter nach unten befördern. Ist eigentlich eine ganz coole Mechanik. So, hier müssen wir uns beeilen. Wir dürfen nicht sterben, das wäre halt auch noch ganz gut. Hui! Aktuell trainiere ich ein paar Pokémon, die sich zügig entwickeln. Das ist halt, wie gesagt, also ich bin da kein großer Fan davon, die Pokémon alle zu hoch zu grinden. Deswegen habe ich auch nicht so den riesen Spaß mit der ersten Generation von Pokémon. Vor allem, wenn ich es dreimal spielen muss. Das dritte Mal, Pokémon Blau steht eigentlich auch schon vor der Tür. Ja, ich muss das auch demnächst spielen. Ey, ich habe so richtig keinen Bock. Was hast du verpasst? Bisher nicht viel. Wir spielen seit 40 Minuten Blues Brothers. Und wir haben es gleich abgeschlossen. Aber mittwochs ist ja so mein Ich-mach-was-anderes-Tag eigentlich. Deswegen werden wir danach auch entweder NES spielen oder Sega Master System. Moin, Snipey! Ja, ist wild, oder? Agent? Ey, finde ich richtig unangenehm. Was haben sie sich dabei gedacht? Ja, ich bin halt bei RPGs, bin ich halt einer, ich will halt eine Party haben und die will ich overpowern, so, ne? Das war auch immer mein Problem bei Final Fantasy VI, ist es, glaube ich, ne? Wo am Ende die Gruppen sich aufteilen und du im Grunde jeden irgendwie gelevelt haben solltest, damit das alles gut funktioniert. Ich mag das nicht, wenn so auf Krampf dir deine Party auseinandergerissen wird. Bin ich kein großer Fan von. Laut deinen Berechnungen dauert es nicht mehr lange bis zum Kung-Fu-Gedöns. Das ist richtig. Wahrscheinlich nächste Woche. So. Um den Dreh. Also jetzt am Wochenende noch nicht. Aber nächste Woche denke ich schon. Hauptsache es macht Spaß. Auf jeden Fall. Ja, das ist. Also ich habe zur Auswahl stehen ja Lion King auf dem NES. Oder. Ghouls and Ghosts auf dem Sega Master System. Und auf beides habe ich ziemlich Bock, muss ich sagen. Nach Pokémon ist Final Fantasy X dran. Ja gut, Genre Change, ja, schon so ein bisschen.
Aber ist ja auch ein RPG. Aber ich muss sagen, ich habe Final Fantasy X noch nie gespielt. Aber es soll wohl ganz gut sein, was man so hört. Jo, Level 16 ist eigentlich ähnlich wie 15. Man muss erstmal nach links gehen, um hier das Ziel nach oben zu befördern. Wenn ich treffen würde. Aber ja, ich würde sagen, das ist das zweitschwerste Level. Aber immerhin sind wir dann fast durch. Wir haben 13 Leben. Oh shit, das war schon mal extrem schlecht. Oh, gerettet. Was? Okay. Oh, ich muss das nochmal machen? Warum? Ich warte lieber. Was? Alles klar, Smora, dann vielen Dank nochmal für deinen Raid. Viel Spaß beim Seniorentraining. Wo ist denn der Checkpoint eigentlich? Hab ich die Memo nicht bekommen? Da ist er! Oh, jetzt haben wir es. Ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Es sei denn, der speichert nicht, wo das Ding hier ist. Und ich muss nochmal zurück nach dem Tod? Ey, das wäre heftig. Neben Warnleben sammle ich keine Schallplatten. Ich muss sagen, Schallplatten, das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Also ich bin groß geworden mit Kassetten. Deswegen habe ich mit Schallplatten empfinde ich keine Nostalgie. Unabhängig jetzt mal davon, wie die Klangqualität ist. Nee, mache ich nicht. Also ich sammle generell keine Musik. Das hat sich tatsächlich, also ich hatte viele CDs früher so auch, aber seit Spotify habe ich das alles nicht mehr. Bingo-Abend, ey, viel Spaß. Ja, ich bin einfach zu jung für diese Welt. So, hier nicht schießen, sonst kann man sich sehr leicht selbst töten. Das möchte man nicht. Nach Möglichkeit. Boah, ey, das Level ist so lang. Liebst klassische Musik, da gehört Schallplattenspieler dazu. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das Spiel mit dem Mega Man Sprite Swap? Meinst du, weil das so aussieht, als hätte ich hier dieses Rasierblatt? Nee, wie heißt es? Dieses Sägeblatt aus dem zweiten Teil? Das ist eigentlich nicht so cool gerade.
Kacke. Safe! Bis dann, Asmora. Ah, will ich hier sein? Ist schwierig. Ich glaube, wir haben ja. Oh, jawohl! Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, nice. Okay. Richtig gut. So, die letzte Stage, da muss man nur schnell sein. Aber ich denke, mit so viel Leben haben wir ja ein paar Versuche. Und das war schon mal scheiße. Das Power-Up zu verlieren ist halt kacke, weil man jetzt nicht schnell genug ist, soweit ich weiß. Probier es trotzdem. Aber ich glaube, ich kann es nicht schaffen. Okay, so sowieso nicht. Okay. Ja, das läuft gerade sehr gut. Naja, ist nicht schlimm. Wir sollten weit genug gekommen sein mit dem Power-Up. Das war es. Time. Woo. Ja, ey, es war first try. Dank fürs GG. Neulich bei mir im Unterricht hatten die Studierenden bei mir die Aufgabe, für den Musikraum Dekoration zu gestalten. Und eine hat eine Uhr aus einer Schallplatte gemacht. Das ist cool. Sowas gefällt mir. Sowas würde ich mir als Deko auch aufhängen. Danke, Leute. Ja, es war kein langes Spiel, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es ein bisschen durchkam, aber gerade Richtung Ende hin ist das Spiel schon auch schwer. Und wenn man nicht unbedingt Leben farmt, es kann das auch schnell sehr knapp werden und sehr frustrierend. Ja, Easy ist irgendwie so ein Emote, der Onscreen-Chat, der ist halt irgendwie mit Better Twitch TV und so verbunden. Irgendwie schon. Das Spiel wäre für einen Speedrun geeignet. Ja, eigentlich schon. Weil man bewegt sich sehr schnell. Die Level sind sehr kurz. Ich glaube, also, boah Gott, ich wüsste, ich habe jetzt nicht geguckt, ne? Aber so ein Speedrun. Wahrscheinlich so 15 Minuten, wenn es hochkommt. Wahrscheinlich sogar eher weniger, wenn man überlegt. Das 17 Level. Ich glaube nicht, dass jedes Level eine Minute dauert. Ja, also nicht im Schnitt, meine ich. Yo, Theron, vielen Dank für 2 Bits. Ey, vielen Dank. Es gibt leider keine Credits und nichts. Es gibt nur diesen Endscreen. Aber die Musik ist gut und die Leute tanzen und freuen sich. Was will man mehr? Ja, aber das war Speil 389. Es ist nicht das erste Spiel, was ich diese Woche durchspiele. Ich bin ja gerade ein bisschen dabei, auch meinen Pile of Shame ein bisschen abzuarbeiten. Ich habe ja in meiner Liste, das seht ihr nicht, aber ich habe ein paar Spiele markiert, die ich ja auf Stream spielen werde. Das sind gar nicht so viele. Ich glaube, es sind noch... Aktuell sind es irgendwie 4. Und eins davon war Side Pocket. So ein Billardspiel. Das habe ich am Montag habe ich das durchgespielt. Das VOD wird es bald geben. Aber ja, ich muss sagen, ja, sowas wie Billard, da braucht man im Stream ja nicht. 17 Minuten auf dem NES. Aber ich weiß nicht, ob das das gleiche Spiel ist. Okay, 17 Minuten 40. Ja, schon länger, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt.
Aber es ist auch die Version, weil es gibt auch, wie gesagt, ein Spiel, das heißt nur Blues Brothers. Das ist ein anderes. Moin, Ubero! Ja, wir sind gerade durch. Schon mit dem Gameboy-Part des Tages. Ja, denn ihr wisst ja, mittwochs versuche ich auch mal was anderes zu spielen, weil immer nur Gameboy spielen, das macht einen auch immer ein bisschen weich in der Birne. Aber ich trotzdem würde ich dann schon mal die Gelegenheit nutzen, um einen Ausblick zu geben, was die nächsten Gameboy-Spiele sein werden. Wir werden gleich noch ein bisschen weiterspielen, aber halt kein Gameboy. Wir spielen am Wochenende nämlich Battletoads in Ragnarok's World. Das ist so ein bisschen der Port vom Battletoads, das man kennt vom NES. Danach Star Wars The Empire Strikes Back und Home Alone 2. Aber hey, alles wieder so ein bisschen Platforming, habe ich Bock drauf. Bin ich ehrlich. Ja, leider zu spät. Das Spiel war... Man kann es ganz gut spielen, wenn man weiß, was einen erwartet. Wenn man das nicht weiß, dann hast du leider sehr, sehr viele trollige Stellen. Wo du einfach, keine Ahnung, einmal nicht weißt wieder, ne? Wenn du die Plattform verlässt, ist unter dir der Abgrund, ist unter dir ein Gegner. Du weißt es einfach nicht. Und häufig sind da halt auch dann Abgründe. Und das kann sehr schnell frustrierend sein. Bin der beste Beweis. Bin der beste Beweis für was? Dass man weich in der Birne wird. Ja, ich meine, ich habe ja Leben gefarmt. Das waren ja sicherlich, hat ein bisschen Zeit von auf der Uhr, also ne, hat ein bisschen Zeit gekostet. Dann sind wir gestorben. Also no death, ohne Leben farmen, wären wir wahrscheinlich schon gut dabei gewesen. Mit was ist vergleichbar? Oh, schwer zu sagen. Also es waren 17 Level, relativ viele, aber die waren alle sehr kurz. Boah, mit was kann man das vergleichen? Also im Grunde ist es einfach ein Platformer gewesen, wo und statt einer Knarre wirfst du halt mit Schallplatten. Also eigentlich ein sehr generischer Plattformer, würde ich fast sagen. Ja. Aber, also hat schon Spaß gemacht. Man kann es vielleicht mit dem ersten Teil ein bisschen vergleichen. Der zweite Teil. So, jetzt überlege ich.